Sonnenuntergang hier in Norwegen und ich beende hiermit meine Dorschsaison bzw. meine Dorschfrühjahrssaison. Ich habe ziemlich gut gefangen, allerdings vielleicht so als Wermutstropfen nicht so die Größen, die ich mir erwartet habe. Die ist crazy noch tatsächlich in den Fjord gezogen. Allerdings war das wirklich ein sehr kurzer Moment im März, Mitte März. Und ungünstigerweise hat es da extrem geschneit, so dass ich mir die Plätze, die ich mir vorher ausgesucht hatte, wo ich den erwartet habe und wo tatsächlich die Berufsfischer mit Reusen die Skrei gefangen haben, da konnte ich eben nicht hingehen. Das war einfach zu gefährlich. War 30 cm Schnee teilweise und so ein Hang darunter über nicht mehr zu sehende Felsbrocken, das ging eben nicht. Habe ich eben Pech gehabt. Für all diejenigen, die nicht wissen, was ein Skrei ist, das ist nicht das, was meistens fälschlicherweise in der Fischtheke liegt. Ich weiß gar nicht, ob der Name überhaupt geschützt ist. Das ist eigentlich eine Population des Dorsches, der in der Barentssee vorkommt. Das ist zwischen Norwegen und Russland ein großes Gebiet. Und die wandern im Winter, so zwischen Februar und April, halt die Westküste Norwegen runter und eben auch bis hier nach Förde, diese Region. Der Skrei, der unterscheidet sich von dem normalen Dorsch. Der Rücken ist grau beim Skrei. Das typische Leopardenmuster eigentlich kaum oder gar nicht vorhanden. Und der Bauch eher so gelblich-weißig, also ziemlich fahl und schal eigentlich der Skrei. Wird aber eben schneller größer, vermutlich weil die Nahrung eben in der Barentssee wesentlich umfangreicher ist. Ich glaube auch, dass es zusammenhängt mit der Wassertemperatur, weil der Skrei bevorzugt wirklich extrem kaltes Wasser. Das kann tatsächlich unter 0 Grad in der Barentssee werden, ohne dass es eben friert. Und da steht so zwischen, glaube ich, minus 1 bis 5 Grad oder 6 Grad maximal. Und dann haut er auch wieder ab hier aus dieser Region. Das Wasser dürfte nämlich jetzt so langsam 6 Grad haben, also ich rechne mir da keine Chancen aus. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe viele Fjorddorsche gefangen. 1, 2, 3 bis zu 5 Stück. Allerdings auch nicht die Größen, die ich mir so erhofft hatte. Also das war alles so zwischen 50 und vielleicht heute hat er vielleicht knapp 70 einen. Ja, das hat schon Spaß gemacht. Allerdings wurde es dann auch, wenn man eben wirklich weiß, wo sie abzupassen sind, welche Tide, welche Uhrzeit, welcher Köder, welche Köderführung, dann war es eigentlich eine ziemlich abgekartete Sache, das Ganze muss man sagen, weil es ja eigentlich doch ein ziemlich dummer Fisch, der Dorsch. Kinderleicht im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man weiß, wo, wie, wann. Frühlingsfischerei ist das hier gewesen auf den Fjorddorsch. Das heißt, die fingen auch erst an, Ende März hier zu beißen und da bzw. hier reinzuziehen. Geht bis jetzt Ende April und dann wird es ihnen sicherlich auch zu warm und dann hauen sie eben auch hier ab. Also das heißt, im Sommer sind die Chancen hier eigentlich eher gering, Dorsch zu fangen. So, jetzt aber genug gelabert. Wenn ich hier in meiner Bartbuchse zum Ufer latsche, wünsche ich euch viel Spaß bei einigen Ausschnitten von meinen Fängen hier im Frühling, der ein Winter war. Jetzt allerdings schon fast ein Sommer. Ah! Shit! Da jigge ich die ganze Zeit hier mit schweren Ködern lang für Dorsch. Tut sich nichts. Jetzt habe ich einen Wurf gemacht, weil ich dachte, da fängst du halt zumindest mal einen kleinen Pollack. Aber nee, schöner Dorsch. Das wäre der größte diesen Winter gewesen. Der dürfte über 80 cm gehabt haben. Ansonsten musste man nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Naja, bin mal gespannt, ob der Maß hat. Also mein Maß natürlich. 50 cm sollte er schon haben. Es fühlt sich so knapp darunter an. Oder? Ah nee, 50 hat er schon. Schön. Da fällt auch der Haken direkt raus. Wie eben bei dem dicken Dorsch. Jetzt Dorschtime! Ich hab's gewusst, jetzt die Laichzeit. Der ist schon was besser, glaube ich. Auf so popelige Gummi-Jigs. Ah ne, auch nicht viel größer. Same size. Yes. Aber Dorsche. Ein bisschen besser.
Vom 31. März sind diese Aufnahmen, tagsüber etwas über Null, sobald die Sonne weg ist, leichter Frost. Daher fische ich hier immer noch mit Winterangelhandschuhen und die Sessions maximal 2 Stunden. Ja, der ist der dritte. Zumindest der vierte, der hängt. Der vierte, der hängt, aber der ist nicht groß. Schon wieder so ein kleiner Lump. Geht wahrscheinlich zurück ins Wasser, oder? Ja, der vierte Fisch und alle 3 kleiner als der erste. Wesentlich kleiner. Schade, schade, schade. Let's see. Ne, der ist sogar größer als der. Na gut. Ah, das ist einer nach dem anderen. Gibt's doch gar nicht. Heute ist was besser. Ja, nach diesem Flossenklatscher war die Kamera sichtlich verschmiert, was ich allerdings nicht bemerkte. Der ist gut. Prima. Klebt aber im Grund, der Drecksack. Was für ein müder Krieger. Da kommt er. Gehakt. Ach je, gehakt. Oh je. Okay. Ja, da kann man nichts machen. Ey. Unbelievable. Since 5 days, no rain, no drop and sunny. This is very seldom here in Norway. Seit 5 Tagen kein Tröpfchen Regen und Sonne. Das ist schon eine ziemliche Ausnahme hier in Westnorwegen. Mal schauen, was die Fische dazu sagen. Voller Ebbe. Ich latsche wieder an meinen Strand. Moving to the beach at low tide. Also here you can see a lot of rubbish. Auch in Norwegen gibt es hier Müll. Cod season. Dorsch-Saison. Was geht? Vögel sagen ja. Ich denke, es sollte was gehen. Jetzt muss ich doch mal auf die Schnelle die normalen Stringknoten machen. Normalerweise mache ich jetzt auch mal FGs. Aber aus irgendwelchen Gründen ist mir gerade die Schnur gerissen vorne an der Spitze beim Durchfädeln. Ich hoffe, ich habe keine Macke im Ring. Muss ich nachher mal richtig untersuchen. Also auf den ersten Blick scheinbar nicht. Vielleicht irgendeine Schramme von einer Landung. Na, jedenfalls muss ich jetzt den Strain-Knoten machen. Der geht halt wesentlich schneller als der FG-Knoten. Man muss auch nicht so genau darauf achten, dass alles tight gebunden ist, weil der sich eben selbst zusammenzieht und nicht nur eine Wicklung ist. So, der ist ganz einfach gemacht. Ich bin zu faul zum Jiggen, deswegen fische ich hier diesen Glow Gummi Jig, den ich auch sehr häufig nutze. 30 Gramm Köpfchen und einfach mal gemütlich hier am Nachmittag gucken, ob hier der eine oder andere Dorsch schwimmt. Die Sandbank, die geht hier auch mal weiter raus. Praktisch so ein Ausleger, der einen direkt an die Tiefe bringt. Ich hatte meine Polbrille an, daher habe ich den Fisch hier frühzeitig erkannt. Besonders bei Gegenlicht sollte man diese Brille immer dabei haben. Habt ihr das gesehen im flachen Wasser? Hat er vor sich hingeträumt. Ja, naja, nicht der größte mal wieder. Aber oh Gott. Scheint doch abgeleicht zu haben schon. Und alle voller Lachsläuse. Oder Läuse, welche Art auch immer. Krass. Nice, 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 nice. Schöne Strecke. Gefällt mir. Da, ach, da ist sie, der zweite Wurf. Direkt beim Sinken, aber wieder nur ein kleiner. Ist wahrscheinlich ein Rücksetzer, Zurücksetzer, oder? Garantiert ein Dorsch. So faul wie der hängt. Ja. Marsia Dorsch. Oder? Ich weiß nicht.
gerade so, ha? Jetzt probier's mal mit diesem Wattwurm hier. Die habe ich mir bestellt, die haben glaube ich auch ein bisschen Scent, also Geschmack oder Geruch drin. Dorsch laufen jetzt ein. Direkt nach der Lautheit mit reinkommendem Wasser kommen auch die Dorsche. Das mal zu spezifizieren, ich habe hier diesen vermeintlichen Wattwurm und da habe ich noch zusätzlich einen Trailerhook dran montiert, um halt Fische, die beim ersten Mal nicht wirklich geschnappt haben, dann doch noch irgendwie haken, nachpacken oder eben Fische, die sehr knapp und kurz beißen. Theorie ist, dass der Wattwurm praktisch so runtersinkt und man vielleicht kurz liegen bleibt, also ein ziemlich langweiliges Angeln. Und der Raubfisch dann natürlich versucht, der Dorsch in dem Fall, den Wurm einzuschlürfen. Wenn er jetzt wirklich skeptisch ist, was Dorsche im Allgemeinen nicht so besonders sind, aber falls er skeptisch ist, merkt er halt das Gewicht und lässt dann vielleicht davon ab. Und daher auch dieser Trailerhook, dass er vielleicht dann eben zumindest den mit ins Maul bekommt. Aber schon Dorsch auf Wattwurm. Wieder mal nicht der allergrößte, aber warum nicht? Das war schon der dritte Wurf, glaube ich, oder? Der zweite Wurf? Ich bin nicht sicher. Das ist schon ein bisschen verwöhnt, wenn sich nach einem Wurf nichts tut. Oh, eine faule Krücke. Ey. Ja. Ja, da hatte ich irgendwie die, oder eher den richtigen Riecher. Der Wattwurm sollte es sein. Habe ich eigentlich zum Lachsfischen, aber ich dachte mir, weil es hier auch Wattwürmer gibt an diesem Strand, Wattwurm könnte genau das Richtige sein, das Muster, worauf sie stehen. Und hier montiere ich jetzt einen Köder, der eigentlich für Meerforelle ist, aber damit habe ich ja schon Dorsche gefangen. So ein kleiner Sandal, so ein Sandalimitat. Sayode ist es, glaube ich, der Name, ist eigentlich eher so ein typischer Mittelmeerköder. Pink, Meerforelle. Aber ich habe eben einen Dorsch und einen Fünfer. Mal gucken, ob ich den damit erwische. Upp, verdammt, da ist er schon gewesen. Habt ihr gesehen? Also er hat nach wie vor Kohldampf. Den hole ich mir. Wir sind aber nicht recht hier erwischt. Hier vorne im vielleicht 2 Meter tiefen Wasser ist auch schon. Da ist er schon. Diesmal dann sich nicht entgehen lassen. Immer so schlecht. Ja, ja. Das ist der Ding. Ui, ein springender Dorsch. Habt ihr das gesehen? Springenden Dorsch habe ich auch noch nicht gesehen. Cool. Ich habe auch ein Auge gehakt, deswegen muss ich sowieso nehmen. Der nächste. Ei, ei. Ei, ei, ei. Eigentlich sollte es an diesem Samstagnachmittag auf Meerforelle gehen, doch es zeigte sich schnell, dass mal wieder Dorsch drin ist. Ich glaube, der ist mir zu klein, oder? Na, 50 hat er schon, aber ich lasse mal schwimmen. Hubert war auch mit von der Partie, doch war er etwas gehandicapt, da er nur kurze Gummistiefel trug. Auf geht's. Eine Richtung. Die sitzen hier vorne direkt an der Kante. Das ist echt eine lustige Fischerei. Während draußen auf dem Fjord schon die ersten Touristen herumirrten, konnte man ganz gemütlich vom Strand aus mit dem Unterhandwurf die Dorsche fangen.
Fehlbiss auf dem Gummiwurm. Einfach nochmal auf den Boden sacken lassen und abwarten, ob der Dorsch nochmal einsaugt. Sehr merkwürdige Parasiten. Dann kommst du sowieso mit. Eieiei, ja, auf jeden Fall. Und auch den künstlichen Wattwurm hat er sich komplett mit beiden Haken weggezogen. Es geht doch nichts über einen Wattwurm, gell? Ja, und während mein Kollege mit klassischem Norwegen-Pilker keinen Biss hatte, hatte ich Biss auf Biss auf diesen künstlichen Wattwurm. Aber auch nur in der Zeit der Tidenumkehr. Guck mal, wie ein Aal. Komm, die muss da raus hier. Der hat auch so viele Parasiten. Eigentlich wollte ich den zurücksetzen, doch hatte er auch jede Menge dieser merkwürdigen Läuse, sodass ich ihn mitnehmen musste. Ich vermute, diese Häufigkeit und Menge dieser Parasiten hat mit den Lachsfarmen zu tun, die in der Nähe sind. Vielleicht kann einer der Zuschauer mitteilen, um was für eine Spezies es sich genau handelt. Der Wattwurm, der ist es einfach. Ja, du siehst aber ganz gesund aus, oder? Na, auch. Ja, aber ich lasse ihn da trotzdem mal schwimmen. Mach's Beste draus. Ja, jetzt guckt euch das an. Das ist in Norwegen möglich. Ein Berufsfischerboot, was gleich wahrscheinlich eine Ringwarte ziehen will. 50 Meter, wenn überhaupt, vom Strand. Auf den Kanaren wäre das... Ja, sicherlich nicht nur auf den Kanaren wäre das strafbar. Doch hier im vermeintlich so grünen und ökologischen Norwegen ist es offenbar erlaubt, mit der Schiffsschraube am Strand durch eine Seegraswiese zu gehen und eine Ringwade auszulegen. Naja, andere Länder, andere Sitten.